Ich lese 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet von der Stiftung Warentest und das Buch heißt Medikamente im Test. Im Kapitel Hauthaare geht es um den Sonnenbrand und der Abschnitt endet mit den bewerteten Medikamenten und Wirkstoffen und das zweite ist auch schon gleich das, oder der zweite ist auch schon gleich der letzte Wirkstoff, der vorgestellt wird. Und das ist Hydrocortison äußerlich angewendet und der ist geeignet bei Entzündungen der Haut, wie beispielsweise Sonnenbrand, zur zeitlich und örtlich begrenzten Anwendung, in Klammern nicht länger als 2 Wochen. Ich lese vor. Hydrocortison, in Klammern äußerlich. Hydrocortison kann die Entzündungsreaktion der Haut dämpfen. Die Bewertung grün, geeignet bei Entzündungen der Haut wie beispielsweise Sonnenbrand, zur zeitlich und örtlich begrenzten Anwendung, in Klammern nicht länger als 2 Wochen. Der erläuternde Text, wichtig zu wissen. Länger als 2 Wochen dürfen Sie kortisonhaltige Präparate nicht ohne Rücksprache mit einem Arzt anwenden. Wenn sich auf der Haut zahlreiche Pickel zeigen, ähnlich wie bei einer Akne, wenn sich eine bereits bestehende Akne verschlimmert oder wenn eine Pilz- oder Herpesinfektion auftritt, sollten Sie die Creme absetzen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bei Säuglingen und Kindern unter 6 Jahren dürfen Sie die Wirkstoffe nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Nicht in den ersten 3 Monaten einer Schwangerschaft und nicht auf großen Hautflächen anwenden. Wenn Sie stillen, dürfen Sie die Mittel nicht an der Brust anwenden. So. Es geht weiter im Kapitel Hauthaare mit den Warzen. Nach den Warzen kommen die Wunden und mit Wunden schließt das Ganze. Das heißt, bald beginnt das nächste Kapitel. So, ein Blatt Papier hier rein und dann war es das für heute mit der Stiftung Warentest. Sehr schön.